Frau Ivanova, hallo, wie geht's Ihnen? Guten Tag, alles gut, danke. Wie läuft der Deutschkurs? Ich spreche noch schlecht Deutsch. Naja, schon viel besser als letztes Mal. Gut, für das Gespräch würde ich dann noch mal eine Dolmetscherin anrufen, ist das okay? Ja, bitte. Ja, okay. Russisch? Ja. Ja. Bevor Sie eine Dolmetscherin via Telefon beiziehen, sollten Sie sich gut überlegen, ob ein Telefondolmetschen für das bevorstehende Gespräch geeignet ist. Wenn Sie die Wahl haben, nutzen Sie Telefondolmetschen nur für kurze oder unvorhergesehene Gespräche. Für komplexe, emotionale und lange Gespräche ist Telefondolmetschen hingegen weniger geeignet, da die Dolmetschqualität spätestens nach einer halben Stunde deutlich abnimmt. Sorgen Sie dafür, dass die technische Ausrüstung einwandfrei funktioniert und achten Sie auf eine geeignete Sitzordnung. Hallo, Nicolino? Ja, Sandner, Agentur für Arbeit, hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Ich habe meine Kundin Frau Ivanova hier und wir bräuchten Ihre Hilfe. Ja, gerne. Genau. Können Sie sich kurz vorstellen? Stellen Sie zu Beginn des Gesprächs die anwesenden Personen und ihre Rollen vor. Bedenken Sie, dass die Dolmetscherin über keinerlei visuelle Informationen verfügt. Weisen Sie zu Gesprächsbeginn auf die Schweigepflicht hin und darauf, dass alles gedolmetscht wird. Holen Sie bei Ihrem Gegenüber das Einverständnis ein für die Zusammenarbeit mit der Telefondolmetscherin. Okay, super. Also Sie können sich verstehen, ja? Wir verstehen друг друга, да? Да, все понятно. Ja, es ist alles verständlich. Alles klar. Dann kurz zu den Rahmenbedingungen. Auch Frau Nicolina unterliegt natürlich der Schweigepflicht. Also alles, was hier gesagt wird, geht nicht nach außen. Und alles, was gesagt wird, wird auch verdolmetscht. Все, что мы обсуждаем, все, что вы сообщаете, мы не имеем права никому об этом рассказывать. И все, что вы говорите, я буду переводить. Хорошо, все понятно. Okay, es ist alles verständlich. Super, also Sie sind einverstanden, dass Frau Nicolina heute für uns dolmetscht. Вы согласны, чтобы я для вас сегодня переводила? Да, конечно. Ja, natürlich. Okay, super. Ich hatte Ihnen ja schon einmal erzählt von so einem Bewerbungstraining, was wir anbieten, wo wir Sie fördern können, dass Sie da ein bisschen Unterstützung erhalten. Die Gesprächsleitung liegt bei Ihnen. Achten Sie darauf, dass die Telefondolmetscherin immer folgen kann, auch wenn sie nicht im Raum ist. Sprechen Sie in einfachen, kurzen Sätzen. Отлично, это очень интересно. Можно еще уточнить, сколько кто это может оплачивать? Это должна я оплачивать? Das klingt sehr gut. Ich würde gerne noch erfahren, wer bezahlt das Ganze. Muss ich das bezahlen? Nee, das wird dann gefördert von der Agentur für Arbeit. Sie erhalten einen Gutschein von mir, den würde ich Ihnen dann auch mitgeben heute. So, ich hole den einmal raus und lege den hier hin. Einen Moment bitte, ich übersetze erstmal das, was Sie gerade gesagt haben. Это все оплачивает агентура для работы, агентур für Arbeit. Вы получите сейчас купон, который я сейчас вам достану. Хорошо. In Ordnung. Okay, also hier liegt jetzt einmal der Gutschein vor uns. Dann würde ich kurz einmal abklopfen, was da eingetragen werden muss. Она вам сейчас показывает купон. И на купоне стоит несколько точек. Visuelle Informationen sind beim Telefondolmetschen nur sehr beschränkt übermittelbar. Bilder oder Formulare, mit denen Sie arbeiten, müssen Sie der Dolmetscherin unbedingt nachvollziehbar beschreiben und, wenn möglich, im Voraus zustellen. Записаться организация. Понятно, что должно идти дальше. Und was muss weiter ausgefüllt werden? Genau. Dann einmal ganz wichtig hier die Maßnahmenummer, die bitte nicht vergessen, sonst kann ich das nicht einbuchen im System. Сверху очень важный номер мероприятия. Ich sehe ja gerade das Dokument nicht. Können Sie das nochmal wiederholen, wo genau man die Maßnahmennummer sieht? Genau, also ich zeige hier drauf für die Kunden, das ist hier so in der Mitte des Dokuments. Da muss man einmal die Maßnahmennummer eintragen. Aber das macht der Träger, also. Она вам сейчас показывает документ, и посредине вы должны написать номер мероприятия. Но это делает организация. Хорошо, все понятно. In Ordnung. Okay. Und genau, hier unten dann auf jeden Fall die Unterschrift nicht vergessen, bitte.
И снизу обязательно запишите, подпись нужна. Да, конечно, само собой. Ja, natürlich, selbstverständlich. Genau, und dann bringen Sie mir das Dokument einfach wieder, wenn es ausgefüllt ist. И потом вы принесете просто документ, когда вы все заполнили. Да, конечно, при следующей встрече я его отдам. Ja, bei dem nächsten Treffen bringe ich es dann mit. Super, haben Sie noch Fragen dazu? А у вас еще есть вопросы? Нет, пока что на сегодня это все. Nein, ich glaube, für heute erstmal nicht. Ja, dann Ihnen auch vielen Dank, Frau Nicolina, fürs Übersetzen. Ja, gerne. Ist alles gut gelaufen von Ihrer Seite? Она меня тоже поблагодарила за то, что я переводила, и спрашивает, или все хорошо прошло. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass alles gut gelaufen ist. Wir haben uns gut verstanden. Alles klar, super. Dann, ja, bis bald vielleicht mal wieder und noch einen schönen Tag Ihnen. До скорой встречи, я вам желаю еще хорошего дня. Dann beende ich das Gespräch jetzt. Vielen Dank. Okay, auf Wiederhören. Wiedersehen. Tschüss. So, dann einmal Ihr Gutschein. Danke. Und wir sprechen uns bald wieder. Danke. Ciao. Tschüss.